Herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Runde War Thunder. Ja, heute dabei ist der Drache 2018. Ja, hallo. Ja, er ist da bloß mal irgendwie anders. Harry Potter. Ach ja, Kai, wir lernen alle deine Namen kennen, wa? Ja, mein Name war hier leider schon vergeben. Nun gut, wir fliegen heute Großbritannien. Unsere kleinen Flieger hoch. Ja, ich wollte einfach mal zu Spitfire kommen. Und unser lieber Kai, der fliegt die Deutschen hoch. Wir beide, oder ihr wisst ja, bei mir ist ja schon länger her, dass ich mal War Thunder gespielt habe. Und unser Kai ist so noch gar nicht geflogen. Und von daher versuchen wir heute mal unser Glück. Dann bis gleich ins Gefecht. Mal gucken, was der Gegner so reinschmeißt. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Ey, das ist unfair. Alter, wir sind Anfänger. Unfair. Aber, ja, hier haben wir jetzt unser Gefecht. Wie ihr gerade mitgekriegt habt, wir sind ein bisschen hochgematcht worden. Aber wir werden trotzdem unser möglichstes tun. Oh, ich sehe gerade, dass die Einstellungen für den Ton ein bisschen laut sind. Dann regeln wir da noch mal ein bisschen runter. So, euch sollen ja auch nicht die Ohren abfallen, ne? Ach, stimmt. So, welchen nehmen wir als erstes? Nehmen wir uns eine B9 vor? Ich weiß auch noch nicht. Ich würde nochmal. Dann lass uns mal die beiden B9s vornehmen, weil die sind da bei uns jetzt. Ja, bin schon auf Angriffsflug. Ich dachte, du willst sie angreifen und nicht nur hinterherfliegen. Ey, mein Flugzeug kann nicht so schnell. Das ist eine Lüge. Sein Kamerad, der brennt schon. Ui! Puh. Der hat mich ja noch fast getroffen. Kai, kannst du mir mal die BF aus dem Arsch nehmen? Ich bin noch dabei, ich bin dabei. Zu spät. Du bist wieder mal etwas langsam. Aber da sieht man ja. Das ist natürlich ein bisschen. Eine etwas andere. Jetzt kommen wir mit dem Gladiator MK2. Alter Kai, bei dir sind zwei Gegner. Ihr seid zu viert aus unserem Team und da sind zwei Gegner. Die machen euch gerade echt mal fertig. Echt? Fang deinen Schrotthaufen. Nee, ich wurde auf dem Seiler geplatzt. Oh, der andere ist raus. Aber der andere ist aber auch abgestürzt. Weil er mich getroffen hat an meinen Flügel. Selber schuld, selber schuld. Nee. So, welchen nehme ich denn jetzt? So. Ach, immer mit seiner. Warte mal, den nehmen wir mal runter. Ja, das. Was? Darf ich den nicht treffen oder was? Nee, der ist Gott. Der ist Allgemeinheitslevel Gott. Ich hab gerade eine Idee. Alter, meine Kugeln treffen ihn gar nicht. Bomberflieger da. Okay.
Ah, die haben wir drauf. Ah! Was war das denn? Drei Flieger. Kai, was machst du? Ich bin am Nachladen. Aber ich glaube, ich habe den Bomber relativ schwer beschädigt da hinten. Kai, du bist gleich tot. Ah, die sind super, die Schwertspieler. Wann soll ich kommen? Der ist schon raus. Jetzt können wir uns aber den mal ganz in Ruhe angucken hier. Schade, die Spawn. Hi, worauf gehen wir? Ich kann dann überlegen. Lass mich auf die PBJ gehen. Die Idee scheint mehrere zu haben. Wenn der in 5 Kilometer entfernt ist. Nee, nehm dir. Welche denn, die I-15 oder was? Unten. Playham. Obwohl, da geht jetzt unser Team drauf. Das ist doch alles nicht mehr ernst zu nehmen. Oh, hier neben mir sind sie ja. Eine Duo 17E und eine He 151B. Das klingt doch. Das klingt doch schon so für uns. Wow! Wenn du das möchtest. Aber ist klar. Die scheiß deutschen Flieger, die gehen wieder nicht kaputt. Alter. Das nenne ich realistisch. Es fliegen klatschen zwei Flieger in der Luft zusammen. Der eine fliegt einfach weiter und der andere stürzt ab. Ich bin runter, mein Kleiner. Kai, du bist da alleine. Ich bin ab. Oh, Land. Oh. Gewonnen. Ein herzlich willkommen an den Bohrstuhle. So. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wünsche einen schönen Abend, einen schönen Tag und damit Ade, war schön.